Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Season 8! Oh Gott, da habe ich voll gegurgelt irgendwie. Boah, Peter, ey, du schreist rum wie so ein kleines Mädchen. Du gurgelst doch immer, vor allem. Okay, ja, du Peter, sehr gut, Shade, sehr gut. In der heutigen Session darf Hardy nur auf die Ansprechung Bückstück reagieren. Das finde ich eigentlich total super. Was passiert denn sonst? Das ist einfach, mal, das ist einfach eine Ehrensache. Aber auf Bückstück reagiert er da auch nicht, oder? Doch. Herr Bückstück? Sollte er. Ja, was willst du von mir? ich hab nur getestet, ob du da bist. Ich hab dich schon so lange nicht mehr gehört, Hardy. Ja, ich bin da. Hardy? Ja. Wer ist Hardy? Von da. Mo. Oh, Hardy tötet gerade. Er muss ja gleich erstmal fahren. Hardy, du tötest ihn nicht, oder? Hardy? Nein, sowas mache ich nicht. Alter, du bist so kacke. Warum? Was willst du denn von mir? Weil wir haben noch hier extra einen Häcksler hier. Hier ist extra ein Häcksler. Ja, das geht mir aber nicht schnell genug. Hier ist extra. Den musst du anmachen. Das gibt Erfahrung für unseren Enchanter. Du bist so kacke. Die will doch die Erfahrung selber haben. Ach, mir geht es doch nicht um die Erfahrung, Alter. Ich habe nicht mal ein ganzes Level gekriegt. Stück. Oh, ist er sauer. Alter, ohne Spaß. Wofür macht man denn hier die ganze Scheiße? Nur damit der Entschuldigung, kommt. Mich das doch einfach Mann. Ich glaube, was auch immer er vorhat, wird er sich aufsparen für seine Aufnahmesession. Seine kommende Aufnahmesession, richtig. Ja, die prepared sich erstmal. FA raus, musst du ab dann Gold, mindestens zwei isolierte Goldkabel verwenden. Ja, siehst du, das ist nämlich das. Du miese kleine Hure. Ja, echt mal. Na, wo bist du hin? Peter ist da. Ja, Peter ist da. Dann ist das nämlich bisher. Nee, ich glaube, das ist Peter. Der nimmt auf. Das hast du gemacht. So. Ja, das Anschluss gewesen ist. Mr. Spasti will wissen, wie. Aber das kann ja nicht sein. Hey, doch. Moment, Peter, hörst du die Musik? Scheiße! Das war der Mega-Fail des Jahrhunderts, Alter. War irgendwie zufällig, was bei dir? Da summt die Musik mit, die bei uns in der Box läuft. Geil. Oh, Peter, ey. Oh, shit, das war nicht gut. Oh, Peter. Da bin ich ja voll drauf reingefallen. Also Sachen kaputt machen hier, um hier reinzukommen, ja? Interessant. Mut. Das ist die Haupteingang. Also ich habe nachgezählt, Hardy, wir haben 60 Blöcke gut. Obwohl ich hast es nicht du auch getan. Passt, du hast es zerstört, mit Absicht. Du hast es in Kauf genommen. Nein. Ja, das ist aber nicht mit Absicht zerstören. Das ist egal, ob du, wenn du es in Kauf nimmst oder mit Absicht machst. Nee, da musst du aber bitte schön an deiner Formulierung arbeiten. Mit Absicht zerstören ist ein bisschen was anderes. Du hast es trotzdem in Kauf genommen. Ist aber nicht mit Absicht zerstören. Du hast es in Kauf genommen, Hardy. Also nimmt man es halt auch in Kauf nur mit Absicht. Darf ich jetzt Creeper planten, die dann explodieren? Hast du jetzt die ganze Zeit den Creative Mode? Weil das ist ja dann nur abgerechnet. Nee. Stimmt, mir dann wurde der Game gerade automatisch. Ist ja keine Absicht, ne? Ja, ich hab dir gerade gemacht. Und so. Dir weggemacht. Weil das würde ich ja nie machen. Stimmt, das wäre der gleiche, Hardy. Creeper setzen. Und dann spricht er das gleiche. Halt. Ob du jetzt Lava setzt und damit unser Haus zerstörst mit Creepern, where's the difference? Ja, naja, immer noch die Mutmaßlichkeit, ne? Nee, wenn man jetzt. Du weißt doch, dass Lava zerstört, oder nicht? Echt? Weißt du nicht, dass wenn du so, oh nein, was? Lava macht das Holz aus kaputt. Ja, meine Absicht war, die so zu setzen, dass sie eben nichts zerstört. Ja, aber das dann war ist es nicht ein Versehen. Aber du hast es auch nicht repariert. Absicht. Du hast es aber auch nicht repariert. Ja, aber du unterstellst mir trotzdem Absicht. Ja, du hast es in Kauf genommen. Du unterstellst ja demjenigen, der da gerade was macht, offenbar auch Absicht. Das war ja, klar war das Absicht, der hat schließlich den Block abgebaut. Nein, glaube ich nicht, dass das Absicht war. Ja, töte ihn. Ja, Alter, wo kommen die ganzen Zuschauer her? Klar! Nein! Alter, Jay! Was denn? Das war deine Sortiermaschine. Ja, ist doch gut. Nur für die Aufnahme gedacht. Ist doch gut. Ja, alles klar, wir müssen Mainz. Mainz? Ich brauche noch total viele Goldkabel. Ey, du bist so scheiße, ey.
mag nicht ja, mal deinen scheiß Namen aussprechen. Was willst du? Hier laufen welche... Hä? Jay, kannst du nicht einfach aus unserem Boot rausgehen? Ich mach gar nichts! Ich sehe das nämlich schon kommen. Dann ist er, dann sagt der Jay gleich, oh, guck mal, hier laufen auf einmal überall Creeper rum. Wo kommen die denn her? Ne? Ich bin nicht mal bei denen. Warum benutzt du eigentlich nicht den Dual? Quatsch, diesen Extractor. Tu ich doch. Was denn? Du hast gerade unsere komplette... Aber danach hau ich die mal weg. Du hast gerade alles hier drin in die Luft gesprengt. Das war ich nicht. Das warst du. Du hast gerade die komplette Produktion von allem in die Luft gesprengt. Das war ich nicht. Aber was hat der gemacht? Inklusive mehreren Diamantkisten. Was? Das war ich nicht. Was? Was? Echt? Echt jetzt? Gerade eben mit Creepern. Mit Creepern? Cool, ist heute schon die letzte Aufnahme. Ich habe gar nicht gedacht, dass das so schnell geht. Alter, krasser Scheiß, Hardy. Was? Also, das ist schon heftig, wenn du da in der Diamantruhe was in die Luft gejagt hast, dann, Du hast gerade zwei Diamantruhen, den Uro-Meta-Generator explodieren lassen und was nicht, was weiß ich nicht. Also, gerade explodiert noch alles mögliche andere. Was? Nimm das mal bitte auf, Dennis. Der Hardy ist ja da. Natürlich hart. Dann ist das so wie bei Jay, ne? Also ich Jay weiß nicht, aber das ist was ganz anderes. Das ist ein anderes Level. Aber dann kaputt gemacht? Was soll die Scheiße denn? Ich hab nichts kaputt gemacht. Ja, brauchst du dich gar nicht so jetzt dumm nach hinten zu lehnen oder so. Wieso dumm nach hinten lehnen? Das ist einfach ein Schwanz, weißt du, ohne Spaß. Achso, wenn du deine eigenen Waffen schmeckst, bin ich der Schwanz oder was? Ja, aber ich habe bei dir nicht die viele Stunden farmintensive Sache kaputt gemacht. Ich glaube eher, dass Hardy irgendwas gemacht hat, was er nicht verstanden hat. Was? Okay. Was? Na gut, dann man kann auch wohl, ansonsten sind hier noch ein paar Sachen explodiert. Werde ich jetzt also diese Lava einmal benutzen müssen und quasi die in dem Baum ausschütten müssen. Aber der Uro-Meta-Generator ist halt auch im Arsch. Ich weiß nicht, was Hardy sonst noch kaputt gemacht hat. Ich habe einfach nur ein scheiß Safari-Netz benutzt. Ja, und warum musst du damit alles kaputt machen? Echt? Warum? Warum hättest du nicht irgendwie einen trollen können? Ja? Ja, das einfach, ist aber also echt was schön, anderes. Also ich sehe dann mal, ob ich irgendwo aktiv TNT plant und was kille, als wenn ich ein Safari-Netz benutze. Das habt ihr doch genauso benutzt. Das sind doch eure eigenen Waffen gewesen. Aber doch nicht in der Fabrik. Das ist dann die gleiche Kontext ist bei uns aber genauso gewesen. Das ist genauso, als wenn ich mich jetzt neben Christian stellen würde, wo der gerade neu bauen würde und würde dem einen Creeper nach dem anderen dahin spawnen. Alter, Adi, weißt du, wie viele Aufnahmesessions ich da dran war? Scheiß Spasti, ey. Ja, genau. Jetzt ist wieder eine Moralfrage, oder was? Nee, das ist keine Moralfrage, weil dir ist alles im Arsch gegangen. Ja, genau. Ein Troll ist doch okay, aber du kannst doch nicht alles im Arsch machen. Was heißt denn alles im Arsch machen? Ich habe einfach nur dahin geschossen, wo ich dich gesehen habe. Ja, und ich stand leider rein zufällig mitten bei uns in der Fabrik drin, ja? Und du hast ja, alles stand ich bei uns auch. Sorry mal, ja? Ja, nur da ist halt nichts kaputt gegangen. Das heißt, man guckt sich das vorher mal an, was man denn im Zweifel kaputt macht. Du hast einfach nur alles kaputt gemacht. Alter, nichts weiter ist passiert. Nichts ist alles kaputt gemacht. Du hast Spasti. Jetzt brauchst du dich nicht entschuldigen. Du hast alles kaputt gemacht, ohne mich selber auch nur einmal zu schädigen. Ich habe nicht mal ein Herz abgezogen gekriegt. Wo war das denn ein Troll? Alter. Das ist einfach nur bloße, dumme Zerstörungsgewalt von einem Spasti, der in der Season nichts geschissen kriegt, ja? Und nichts anderes zu tun kann, außer halt anderen Leuten den Spielspaß zu nehmen. Genau das ist gerade passiert. Ja, okay. Ja, mit sowas kennst du dich ja besonders gut aus. Wusste ich, was da drin steht? Ich hab da doch einfach nur Creeper reingeschossen. Ja, dann bau doch die Scheiße wieder auf, du Mongo. Aber Dummheit. Ja, ich muss mich jetzt hier nicht so von dir beleidigen lassen. Ja, doch, musst du gerade, weil du halt einfach alles sinnfrei zerstörst, ohne zu trollen. Weißt du, das ist kein Troll gewesen, weißt du, sondern das ist einfach nur alles kaputt machen. Gold mit dafür. Hier, so ist das. Leute, ach, Dennis! So einfach ist das. Oh Mann! Alter, ohne Spaß. Ja. Was soll denn der Scheiß jetzt? Ja, was sollte denn der andere Scheiß bitte? Moment. Wenn du jetzt dabei geblieben wärst, hättest du deine Könnt ihr mal eben beide die Fresse halten? Und worüber regst du dich dann bei Hardy die ganze Zeit auf? Ja, das war jetzt nur Rache. Für mich ist das jetzt gegessen. Was soll ich denn jetzt noch bauen, großartig? Warum soll ich mich denn jetzt wieder dran setzen? Wenn der einen Creeper da reinschickt und die ganze Scheiße kaputt macht. Ich saß jetzt 2 Stunden meines Lebens fast daran und hab nichts anderes gemacht, als von links nach rechts zu gucken, ja? Und dann kommt Hardy mit einem Creeper an und macht die Scheiße kaputt. Moment, und das rechtfertigt trotzdem einfach das Gleiche zu machen? Ja, so einfach ist das.
Auge um Auge. Auge um Auge ist Mittelaltergesetz. Ja, das ist mir scheißegal. Aber du hast jetzt, Der ist zu uns gekommen und hat einfach... Sepp und mir, wir waren gerade nebeneinander und hat das bei uns reingehauen. Du hast Christian kaputt gemacht. Und ja, und die Factory. Nein, sieht die nicht. Ja, die Factory gehört doch Hardy zum Teil. Nein, der macht hier überhaupt gar nichts. Alter, Sepp. Das kann nicht mehr bauen, das lohnt sich alles nicht mehr. Ja, dann sind wir jetzt fertig mit der Season. Weißt du, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Was soll ich denn jetzt noch bauen? Wieder zwei Stunden. Ich kann dich aber irgendwo verstehen. Da kommt er mit seinem Creeper an, stellt sich hinter mich, explodiert, was kein Troll ist oder so. Wenn er mir jetzt auf den Sack gegangen wäre, das ist halt ein Troll. Aber bauen kannst du, machst du jetzt trotzdem nicht bei Hardy. Peter! Alter, what the fuck, Bram? WTF einfach nur. Hulu. Warum? Muss ich töten? Warum? LOL. Was geht denn jetzt wieder ab? Anarchie. Alter, ohne Scheiß. Jetzt hab ich deinen Kopf. Den wolltest du doch schon immer haben. Gott. Ja. Was ist hier los? Mehr verlierst du ja nicht. Was ist denn los? Das ist ja alles auch ein komisches Gefühl für dich, Jay, weil der vernünftigste, einer der vernünftigsten zu sein war. Warte. Vielen Dank fürs Zuschauen, ein kleines Schnittchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.